Oh, ah, Leute. Grüß euch zu Stranded Deep Tag 2, wo wir heute hingehen miteinander. Und zwar, wir müssen jetzt heute hier einen schönen Wasserspiler bauen. Das heißt, wir brauchen noch ein Seil. Wir brauchen, was ist das? Ein Stoff. Und das gehen wir mal hier auf die Suche. Wir haben hier die Planke. Und wir schauen mal, ob wir hier noch Rohstoffe finden auf dieser Insel. Damit wir hier weiterziehen können, ja? Das ist ein Stock. Den können wir mal mitnehmen. Zack. Was brauchen wir nochmal? Brauchen wir einen Stein? 3 Steine brauchen wir. Einmal. Zweimal. Dreimal. Laufen wir mal zurück zu unserer Feuerstelle. Und zu unserem Unterschlupf. Wir haben nämlich einen Unterschlupf gebaut. Und dann 1, 2, 3. Das heißt, dann haben wir das hier schon mal. Das heißt, wir brauchen noch ein Seil, eine Kokosflasche und ein bisschen Plastik. Schauen wir mal, ob wir irgendwo noch Plastik finden hier am Strand. Pipi-Pflanze, das können wir mal nehmen. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Warte, wir legen mal die Pipi-Pflanze hier ab. Vielleicht brauchen wir die später. Ja, wir suchen nach so einem Plastikteil. Hier zirpt es schon. Das bedeutet, Leute, Achtung, Schlange. Ja. Wenn wir jetzt gebissen werden, das ist ein bisschen blöd, weil ja. Also hier werden wir nicht fündig. Okay, aber wir können. Was brauchen wir? Und zwar, wir brauchen eine Kokosnuss. So, die Kokosnuss, hoppala, die brauchen wir jetzt. Und zwar müssen wir die Kokosnuss, bleib mal da stehen, bleibst du stehen. Müssen wir eigentlich die Kokosnuss hier, okay, trinkbare Kokosnuss. Das bringen wir auch mal dahin. Weil wir das für die Wasserspeicher brauchen. Da ist irgendwo die Schlange. Da ist irgendwo die Schlange, die uns eventuell beißen könnte. Oder das sind die Fledermäuse. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was es ist. Und ich glaube, hätten wir das andere genommen, wäre es besser gewesen. So, wo sind denn die Steine hier? Okay, dann können wir jetzt die nehmen. Okay, dann brauchen wir noch hier, hoppala, wir brauchen noch 3x Steine. Wie können wir denn das herstellen? Das ist die Frage, ne? Schwimmer, diese trinkbare Kokosnuss. Anzündteil der Schnurfeuerfackel. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir brauchen nämlich jetzt wir müssen es, glaube ich, erstmal leer trinken, oder? So, jetzt können wir das machen. Und jetzt schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Seil. Kokosflasche. Level 2. Okay. Was brauchen wir noch?
Das habe ich nicht mal aufgepasst. Leute, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen ein Seil. Okay. Dann machen wir das. Nee, wir brauchen Yucca-Palmen, oder? Schauen wir mal, ob das das Richtige ist. Oder nicht. Levelaufstieg. Perfekt, jetzt sind wir Level 2. Jetzt schauen wir mal, ob da die Blätter rauskommen oder die kleinen Sachen, die wir brauchen für den Wasserdestillator. Aber wir brauchen die Palmwedel. Das ist natürlich blöd. Das bedeutet, hier, die brauchen wir. Jucker. So, wir brauchen einmal, zweimal, dreimal. Liegt da noch was rum? Setzling. Okay. Dann können wir nämlich hier ein Seil herstellen. Ein Seil, Leute. Eine Schnur, okay. Dann können wir nämlich hier die Schnur auswählen. Und dann gehen wir mal zurück zu unserem Häusel. So, dann haben wir das da. Das muss alles auf einem Bild sein, damit wir bauen können. Und dann brauchen wir noch einen Stoff. Und für den Stoff, da müssen wir, also wir können es jetzt nochmal so abklappern, aber für den Stoff müssten wir meiner Meinung nach ein bisschen weiter suchen. Ja? Und zwar suchen hier auf der Hütte, auf der Insel. Und wenn wir da nichts finden, dann müsst ihr irgendwo hin schwimmen oder sowas. Ja, wo wir es eventuell finden können. Weil hier finde ich jetzt nichts. Ja? Wir müssen unbedingt was trinken, Leute. Wir haben jetzt zwar was getrunken, aber wir müssen unbedingt was trinken, weil sonst wird es schwer. Hier. Stoff, wir haben Stoff, Leute. Wir haben Stoff gefunden und zwar unmittelbar danach. Okay. So. Und zwar wir müssen nämlich, jetzt warte mal, wir müssen jetzt das anders machen. Da lassen wir das jetzt hier los. Das Stoff lassen wir hier los. So, und jetzt hoppala, müssen wir mal schauen, wie wir hier, das verstehe ich nicht. Wasser, Kokosflasche. Wie stellt man um Gottes Willen eine Kokosflasche her, Leute? Wisst ihr das? Wie man eine Kokosflasche herstellt? Ja? Bett, gewählter Tisch, brauchen wir alles nicht. Pillepalle. Wir brauchen eine Kokosflasche. Befülle deinen Wasserdestillator. Geht nicht. Wir können keinen Wasserdestillator bauen, weil wir eine Kokosflasche bauen. Feuer, Unterschlupf, Schnur, grobe Axt, grober Speer, Angel, Schwimmer, große Stoff. Ja, wir können Stoff theoretisch selber machen. Pfeil, Leder, Ziegel, Speer. Keine Ahnung. Okay. Wir haben keine Ahnung. Aber ich habe eine Ahnung. Und zwar, wir machen mal hier eine kurze Pause. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare, ob ihr da mehr sehen wollt davon. Und ich verspreche euch, nächstes Mal finden wir hier die Kokosflasche. Oder wir bauen dann Kokosflasche. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Hier. Und wir bauen dann damit, Leute, versprochen hier, unser Wasserdestillator. Damit wir zusammen was trinken können. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Video. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.